Willkommen zurück zu einem Video der Starlight Nomads. Mein Name ist Sleepy Knight. Mein Name ist Jenova90. Und mein Name ist DF22. Heute wollen wir mit euch die Roadmap durchgehen, und zwar das neueste Roadmap Roundup von dieser Woche. Zusätzlich haben wir noch ein paar weitere News, die werden wir euch natürlich auch nicht verheimlichen. Ein paar davon sind auch vom Leak-Channel. Da werden wir auch gleich dann, wenn wir sie euch präsentieren, davor immer zeigen, dass diese mit Vorsicht zu genießen sind, beziehungsweise sagen, dass sie mit Vorsicht zu genießen sind. Denn wir alle wissen, der Leak-Channel ist nicht immer zu 100% verlässlich, auch wenn er trotzdem eine sehr gute Informationsquelle darstellt. Fangen wir an mit dem Roadmap Roundup von dieser Woche, und da übergebe ich an meinen Kollegen Genova. Danke, Sleepy Knight. Wir kommen zum Punkt Quantum Travel Experience. Darum geht es, quasi den Quantum Jump realistischer und erlebnisvoller zu gestalten. Hier wird die Funktionsweise verbessert von Spooling bzw. Kalibrieren, sowie das Eintreten und Verlassen des Quantum Jumps und wie es halt genau aussehen wird und wie DRG das vorstellt, ist halt dann noch allerdings fraglich. Unter dem Writing Logging Flow versteht sich die bessere Fallstabilität und Performance sowie Anmeldung, Warteschlangenfunktion und Anmeldeprozesse. Auch neu dazugekommen ist der Reward Service. Um was es genau sich da handelt, ist so ein bisschen Frage. Es geht wohl um die Implementierung von Backend-Systemen, die Statistiken und Daten pro Spieler verfolgen, um ihnen Belohnungen im Spiel zuzuteilen. Wie genau das Ganze sich letztendlich im Spiel dann bemerkbar machen wird, das werden wir dann sehen, wenn das Ganze live geht. Oder aber sobald CIG uns in einem Inside Star Citizen oder irgendeiner anderen entsprechenden Show oder aber auch einen Post vielleicht im Spektrum dazu weitere Infos gibt. Aber zumindest klingt es erstmal nicht uninteressant. Vielleicht geht das Ganze dann so in die Richtung, dass wir demnächst eine Art Loot-System bekommen. Ich stelle das mal mit einem Fragezeichen an. Weiter geht es mit den Weltraumminen und Bomben. Die sind ja auf dem Progress Tracker schon seitdem wir die Roadmap in der neuen Form bekommen haben im Dezember. Und da hat sich etwas Entscheidendes geändert. Und zwar wurden die Weltraumminen und die Bomben auf dem Progress Tracker getrennt. Die Minen wurden vorerst verschoben, sind auf dem Progress Tracker auch erstmal nicht mehr zu finden, während die Bomben weiter entsprechend bearbeitet werden. Dementsprechend sind wir auf dem Progress Tracker vorerst auch nur die Bomben. Beide sind ja wichtig für folgende Schiffe, und zwar die A2 und die Nautilus. Die Nautilus, wie wir wissen, war bereits in der Entwicklung. Da wurden uns auch bereits schon Videos gezeigt von Inside Star Citizen. Ich glaube, das war die Whitebox-Phase, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben ja gehofft, nachdem auch die Weltraumminenbomben auf der Roadmap auf dem Progress Tracker waren, dass eventuell das auch ein Zeichen ist, dass die Nautilus noch in diesem Jahr kommt. Jetzt mit der Verschiebung bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Die andere Seite ist die Bomben werden fertig. Das heißt, die A2 wird definitiv wohl kommen. Weiter geht es zu Garage's Utilitarian. Und zwar das Landing Zone 1 Content Team benötigt aktuell etwas mehr Zeit, um die Raumstation Ruin Station von Pyro zu bearbeiten. Und daher wurde es aus dem Progress Tracker entfernt. Aktuell konzentriert sich das Team auf die Landezone von Levski im Nyx-System. Was ich nicht verkehrt finde, sind auch unter anderem die Ladders Tier 1, Prone Tier 1 und Actor Status Tier 2 entfernt. Bevor jetzt irgendwie was halbherzig implementiert wird, finde ich Entfernung auch gar nicht verkehrt oder Verschiebung. Wir wechseln zur Release View, und in der Release View hat diesmal nicht so viel getan. Es gibt nur ein paar Neuigkeiten auf der 3.14, und die wollen wir kurz mit euch durchgehen. Und da wird Genova gleich mit euch anfangen mit Power Management V2. Danke, Sleepy Knight. Und zwar ist hier die Rede von Kondensatoren, die es für die Steuerung und Ausbalancierung vom Stromsystem zuständig. Das wiederum steuert dann auch die Energie für die Triebwerke, für die Waffen und für die Schilde, womit dann auch ein Boost erzeugt wird, um dann halt mehr Power, mehr Kraft in die jeweiligen Komponenten reinzusetzen, damit dann die Schilde zum Beispiel schneller aufladen oder dass die Waffen dann halt schneller feuern, ne? Ja, da kommen wir zu den nächsten Punkten. Und zwar
das sind alles keine neuen Punkte, aber sie sind jetzt sicher, dass sie released werden mit der 3.14. Da haben wir einmal Radar Skinning and Ping, da haben wir im letzten Video schon über alles gesprochen. Deswegen gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein, wir gehen es nur kurz durch, was da jetzt sicher ist, das kommt. Zusätzliche Missiles, Guidance Control and Rework, der Missile Operator Mode und das Law System V2 Surrender. Und wenn wir kurz hier auf die Ships and Vehicles wechseln, dann haben wir hier tatsächlich einen neuen Chart und das ist Canvas Slice Ship Huts und da wird Genova euch nochmal was dazu erzählen. Und zwar handelt es sich hier um ein verbessertes HUD-System, was für alle aktualisiert wird. Der Hintergedanke darin ist, dass mehr Informationen an dem Schiffs-HUD angezeigt werden. Das ist dann wiederum verknüpft mit dem Power Management Version 2. Wo wir dann auch sehen können, wie dann die Energieverteilung von den Schilden ist, von den Waffen und Triebwerken. Außerdem lässt sich vermuten, dass dann auch das Radarsystem mitbearbeitet wird, wo dann auch die Schiffe angezeigt werden, Verbündete oder Feinde. Gegebenenfalls vielleicht auch die Erze. Diese Woche gab es auch den Star Citizen Monthly Report. Da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel Inhalt rauszuholen. Was wir euch aber auf jeden Fall nicht verheimlichen wollen, sind die drei neuen Screenshots, die damit veröffentlicht wurden mit dem Monthly Report. Und wir fangen jetzt einfach mal an hier mit dem ersten. Das ist von den Colonial Outposts eine der Garagen. Die Texturierung, finde ich, ist richtig gut gelungen. Es schaut richtig klasse aus. Man hat wirklich so ein richtiges Science-Fiction- und Außenposten-Feeling dabei. Wie gefällt euch denn der Screenshot? Was haltet ihr denn von diesem ganzen Feeling, das da vermittelt wird? Ja, ich finde, die Garage ist noch relativ leer. Allerdings kann man ja schon ein bisschen was erkennen oder sowas. Im Hintergrund sind ein paar Regale oder so, ob man da dann jetzt auch Komponenten einladen kann etc. Wäre schon mal relativ interessant. Dann sehe ich noch links in der Seite, sieht ein bisschen aus wie ein Tank. Vielleicht für oder zwei Tanks für Hydrogen oder für Quantum Fuel. Man dann auch selbst tanken kann in der Garage. Das steht alles offen. Ja, wie der DF22 sagt, hinten dran sind Tanks. Ich stelle mir das schon richtig bildlich vor, wie da der Nova-Tank drin steht, wo ich dann dran rumke und meine Komponenten austausche, mein Panzer voll tanke, bereits zum Gefecht und ab in meine Herkules. Ja, also die Garage ist natürlich noch etwas leer, wie 22 schon gesagt hat. Es steht halt kein Fahrzeug drin. Das macht schon mal aus dem Grund leer. Ne? Natürlich ist es natürlich auch keine große Deko weiter drinnen. Also wie schon gesagt, die Regale sind noch leer. Aber ich finde die Texturierung echt gelungen. Also es sieht wirklich aus wie so grober Beton. Sehr cool. Also gefällt mir. Aber gehen wir doch einfach mal weiter zum nächsten. Und jetzt sehen wir einen Screenshot aus dem Geschäftsbereich von Horizon. Also da, wo ihr hingeht, wenn ihr einkaufen geht für Rüstungen, Waffen und so weiter und so fort. Was man halt eben so in Star Citizen kauft. Wahrscheinlich wird es da auch entsprechend wieder die Möglichkeit geben, Nahrungsmittel zu besorgen. Beziehungsweise vielleicht gibt es auch wieder einen Burgerladen. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Und es ging eben vor allem um die Ausleuchtung. Also das war wohl das, warum uns der Screenshot überhaupt präsentiert wurde. Aber ich finde ihn auch deswegen interessant, weil man so langsam ein bisschen ein Bild davon bekommt, welchen Stil Horizon haben wird. Also da finde ich eigentlich, der Stil von Horizon, der geht auch schon ein bisschen was in den Stil von New Babbage. Sehe diesen Aufzug, beziehungsweise diesen gläsernen, und wo man durchgehen kann. Das kennt man ja auch bei den Röhren gerade von den Zügen in New Babbage. Finde ich, es ähnelt schon ziemlich. Allerdings finde ich die Bepflanzung auch sehr schön. War anscheinend jemand mit der Frau einkaufen. Okay, das ist nett, dass du deine Frau da gleich mit einplanst. Als nächstes sehen wir einen Screenshot von der Voyager Bar auf Horizon. Auch hier geht es wieder um die Ausleuchtung. Die Bar wird anscheinend nicht so diskothekenmäßig sein wie die Bar auf New Babbage. Die Bar dort ist natürlich besonders cool, keine Frage. Ich persönlich mag ja eher dieses Lounge-mäßige. Insofern ist das eine Bar, die mich zum Beispiel zumindest jetzt auch hier auf den ersten Blick sehr anspricht. Ich
vorstellen, dass man da so einen gemütlichen Abend am Traden oder am Minen dann sich da nochmal niederlässt und ein Bierchen gemeinsam trinkt und ein bisschen so über seine gemeinsamen Abenteuer im Verse aus sich austauscht. Was glaubt ihr? Also meine persönliche Meinung ist, also da ich ja auch vom Mining gerade aus bin, so ein Lounge-Bereich, okay, da kann man sich mal hinsetzen und gerade auch irgendwelche geschäftlichen Sachen noch abwickeln oder so. Ich bin da eher so der Bar-Typ und mir gefällt dieser Barhocker gerade nicht so wirklich. Also da ich auch die ganze Zeit dann in einem meinem Tourik sitze eigentlich oder sowas, fehlt mir da schon eine Lehre. Aber das ist, glaube ich, ein kleines Manko. sehr schön gesagt. Ihr werdet mich dann öfters an der Theke antreffen, denke ich. Ja, ist kein Problem. Wir winken dann rüber und schnipsen und sagen, hey Barkeeper, bring uns mal noch ein Bier und damit meinen wir dich. Nee, als Barkeeper werde ich mich nicht dahinsetzen. Auch zu Fahrzeugen und Raumschiffen gibt es ein paar News. Die wollen wir euch natürlich nicht verheimlichen. Wir haben im letzten Video schon darüber gesprochen, dass von Shian ein Cargo-Ship kommen soll. Das ist ja schon länger bekannt, das weiß man ja schon seit der CitizenCon 2019. Jetzt ist es endlich soweit. Zur Alien Week soll es wohl zumindest präsentiert werden. Es wird wohl dort ein Release geben in Form von einem Concept-Release. Es gab jetzt allerdings, und das ist eben das Neue, deswegen gehen wir nochmal darauf ein, das Gerücht, dass das Shian Cargo Ship bereits zur 3.14 fertig ist. Allerdings möchte ich gleich an dieser Stelle sagen, das ist ein Gerücht. Denn was wir alles jetzt weiter erzählen, das sind News vom Leak Channel und die sind, wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber vom Shian Cargo Ship gebe ich weiter ab an meinen Kollegen, denn der hat zu einem weiteren Schiff euch was zu erzählen. Und zwar geht es um die Orgen 400i. Es wird vermutet, dass das Schiff eine Schildgröße Size 3 hat. Des Weiteren die Hauptbewaffnung Gimbal Mount Size 4 bzw. Hard Top wäre dann Size 5. Das Schiff besitzt 2 bis 3 Turrets. Und zwar hinter der Bewaffnung auf der linken und rechten Seite und gegebenenfalls eventuell der dritte Turm am hinteren Teil des Schiffes. Das Schiff ist natürlich eine Luxus-Variante und stellt dann auch optisch ein kleines Kreuzer dar. Es ist möglich, Cargo-Einheiten zu transportieren, Vehikel des Ursa Rovers kann man damit transportieren. Ein Docking-Port soll es geben, laut dem Leak-Channel. Die Größe des Schiffes beträgt ungefähr 32 Meter. Die Länge wäre 56 Meter und wir hätten eine Höhe von 12,5 Meter. Eventuell mit ein bisschen mehr Fantasie gibt es die Möglichkeit, dass das Schiff dann auf dem Wasser landen kann. Der Pledge-Preis bei dem Schiff lässt vermuten, dass wir hier uns zwischen 250 und 300 Dollar bewegen. Es wird spekuliert, dass es im Patch 3.14 eventuell released wird. Ja, zu Origin gibt es noch weitere News und zwar geht es um den G12 Rover, der letztes Jahr als Konzept uns vorgestellt wurde und wir ihn als Konzept plätschen konnten. Und zwar auch da gibt es die News vom Leak Channel, dass der wohl jetzt mit der 3.14 tatsächlich live geht. Wenn ihr euch erinnert, es gibt von diesem Fahrzeug 3 Varianten, und zwar die Exploration-Variante, die Kampf-Variante und den Racer. Und ja, wer Origin liebt, wird natürlich sich definitiv so ein Fahrzeug holen, denn natürlich, wenn man ein größeres Origin-Schiff hat, wie vielleicht ja auch eine 400i demnächst, oder eine 600i oder aber gar eine 890 Jump und ein Bodenfahrzeug mitnehmen will, der natürlich alles im Stil haben von Origin. Dementsprechend glaube ich, dass da sich einige dafür interessieren. Ich selbst bin kein großer Origin-Fan, das gebe ich zu. Ich werde dennoch mir diese Fahrzeuge mal anschauen, denn die Fahrzeuge selbst sind tatsächlich vom Stil her so, dass ich da eher tatsächlich mal die Tendenz dazu habe, vielleicht zuzugreifen. Warten wir mal ab, ob es denn wirklich der Fall ist mit der 3.14. Es handelt sich, wie gesagt, um eine News vom Leak Channel. Aber wenn es stimmt, freuen wir uns darauf. Und wir haben ein weiteres Leak-Schiff bekommen diese Woche durch den Leak Channel. Also es wurde wieder mal etwas natürlich auch da gilt es, diese News ist mit Vorsicht zu genießen, was wirklich dran ist. Allerdings gerade wenn es um Fahrzeuge geht,
Hat der Leak Channel sehr oft richtig gelegen, vielleicht außer der 400i, denn die wird uns ja seit der 3.12 vom Leak Channel versprochen. Aber die Fahrzeuge, die er geleakt hat, die waren immer definitiv richtig und die haben auch ziemlich gepasst, sowohl vom Aussehen, das er geleakt hat, als auch von den Funktionen. Und zwar, um was geht's denn eigentlich? Es geht um ein neues Schiff von Argo Astronautics und zwar um einen Cargo Hauler. Das Schiff wird wohl ähnlich wie eine Terrapin hauptsächlich mit VTOL-Thrustern bestückt sein und wird außerdem über Traktorstrahlen verfügen und kann damit eben Fracht am Bauch transportieren. Es wird sehr industriell aussehen, also es wird einen ziemlich industriellen Look haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was denn ihr davon haltet, beziehungsweise was ihr noch für Infos dazu habt. Ja, laut dem Leak-Channel soll die Länge des Schiffes 20 Meter betragen, die Breite 20 Meter und die Höhe 12 Meter. Des Weiteren besitzt das Schiff dann auch einen Turm, beziehungsweise zwei Türme, das heißt Größe 2 und ist, wie der Sleepy Knight gesagt hat, auf Cargo-Transport ausgelegt. Es ähnelt auch auf jeden Fall etwas der Mole. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt, es schauen sich ja einige bei uns in der Orga den Leak-Channel an. Ich habe da jetzt einiges an Resonanz so ein bisschen schon aufgefangen und die war größtenteils eher negativ. So nach dem Motto, was, schon wieder ein Transportschiff? Wie seht ihr das? Also ich glaube, dahinter steckt mehr. Ich denke mal nicht, dass es ein reines Transportschiff ist. Weil das Schiff heißt ja Argo R.A.F.T. Und ich denke mal, das wird wieder irgendeine Abkürzung sein. Wir erinnern uns an den Rock DS, ne? DS steht für Dual Seat. Das wird dort bei diesem Schiff wahrscheinlich genauso sein. Ich habe ja da noch so eine weitere Vermutung. Also es kann durchaus sein, dass es tatsächlich nur ein Cargo Hauler ist. Aber Nummer 1, okay, er wird kleiner sein als der Caterpillar vom Cargo Capacity, nehme ich jetzt mal an. Schon allein, wenn wir von der Größe ausgehen, die Caterpillar hat über 100 Meter. Aber Nummer 1 ist halt, die Caterpillar ist zwar ein toller Cargo-Hauler und ich persönlich mag sie total, ich bin ja Drake-Fan. Und klar kann man sie wunderbar zivil benutzen, aber dennoch ist es ja so ein Schiff, das so ein bisschen in die Piratenecke geschoben wird. Und das wird beim Argo-Schiff wohl weniger der Fall sein. Und mein nächster Verdacht ist, und ich glaube, das ist noch vielleicht ein ganz interessant anzusprechender Punkt. Wie sieht denn das, mal eure Vermutung dazu, aus mit dem Landen in Hangars? Zum Beispiel ein Idris. Denn eine Caterpillar wird mit Sicherheit nicht in eine Idris reinpassen. Aber wenn ich mir das so anschaue, zumindest von den Bildern, die wir haben, könnte ich es mir zumindest theoretisch vorstellen. Was meint ihr? Also wenn ich mir die Bilder mal so ansehe, dann sieht es eher so aus, als würde dieses Schiff auch Container im Ganzen aufnehmen können. Wenn man jetzt von unten betrachtet sieht, dann sieht man eigentlich, dass die Container unten dranhängen. Ich stelle mir das eigentlich gerade so vor wie an einem Hafen, dass dann irgendwie die Container umgesetzt werden. Ob es auch durch diese kleine Größe oder sowas einfach nur zum Umsetzen von Containern oder so sein wird. Du hast so einen interessanten Punkt angesprochen. Das könnte natürlich auch sein, dass ich da völlig daneben liege mit irgendwelchen Hangars oder so, sondern dass das ein Zubringer ist. Ich meine, die großen Schiffe, die in der Lage sind, als Transportschiffe, die Hulls meine ich jetzt, Cargo zu transportieren und damit auch Container zu transportieren, sind ja nur in der Lage, auf Planeten zu landen, wenn sie komplett eingeklappt sind und dann keine Fracht haben. Und natürlich könnte schon sein, dass man sagt, okay, Container vom Planeten zu zum Beispiel einer Hull zu transportieren, dafür ist dieses Schiff gedacht, die Raft. Wow, guter Punkt. Zur Alternative mit den Containern, beziehungsweise um auch den Traktorstrahl ins Spiel zu bringen, ist vielleicht auch mit der Mole zu, ich als alter Miner, sag ich mal, mit der Mole zu kombinieren, dass jetzt zum Beispiel die einen Container aufnimmt, einen leeren mit dem Traktorstrahl, jetzt die Mole leer saugt und es dann halt verkaufen fliegt. Oder den Container auch absetzen kann an dementsprechend irgendeinem Hafen oder Punkt. So viel also zu den Reaktionen. Oh, schon wieder ein Cargo-Schiff, hurra. Es könnte also wirklich irgendwo eine Lücke schließen und genau das ist ja das, was letztendlich ein neues Schiff auch dann tun soll, weil einfach nur dasselbe können wie ein anderes Schiff, das ist ja dann auch
Das macht ja nicht viel Sinn. Insofern fand ich das alles sehr interessant, die Punkte, die ihr da angesprochen habt. Letztendlich müssen wir uns überraschen lassen, wann das Schiff kommt und wie das Schiff letztendlich aussieht und was die Grundidee dahinter steckt, was CIG sich dabei gedacht hat. Aber ich denke, dass gerade das Letzte, sowohl was die Moll betrifft, als auch das mit den Containern, durchaus Punkte waren, die sehr nah an dem sein könnten, was letztendlich der Gedanke hinter dem Schiff ist. Aber ich glaube nicht, dass das Schiff in eine Idris reinpasst. Weil die Höhe des Schiffs beträgt ja hier 12 Meter. Die Mole als Vergleich hat eine Höhe von 15 Meter. Und die Terrapin von Envil, die hat eine Höhe von 6 Metern. Und das ist auch schon die Grenze von den Schiffen, was in die Idris reinpasst. Also in dem Falle ist das Schiff doppelt so hoch. Ja, da bringst du auch einen guten Punkt. Da habe ich mich ein bisschen verspekuliert bei der Größe, wie ich das, diese Behauptung aufgestellt habe vorhin. War vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken dabei, die Idris nicht nur rein für Fighter oder sowas zu benutzen. Aber okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Gedankengänge zu diesem Schiff ausgetauscht. Ich danke euch dafür. Wir sind damit für den heutigen Tag auch durch mit unseren News. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es wieder ganz interessante neue Sachen gibt. Und bedanken euch, uns bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Infos zu unserer Orga haben wollt, besucht uns auf starlight-nomads.org. Ansonsten, wir freuen uns, wenn ihr einen Like da lasst oder den Kanal abonniert. Am besten beides. Gerne auch kommentieren, wenn es was Interessantes gibt. Wir kommentieren auch zurück und weist uns gerne auch darauf hin, wie wir uns bei irgendwas potenziell irren oder was falsch sagen. Und wir korrigieren das natürlich dann auch gerne im nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da. Daumen hoch. Wir freuen uns auf ein Like. Bis dahin.